Willkommen zurück zum Metro. Es leid. Das ist jetzt die zweite Aufnahme von dieser Folge. Ja, in der ersten Folge, die ich fertig hatte, eigentlich bin ich auch fertig mit dem Projekt, ist mir aufgefallen, dass irgendein Mikrofonfehler war. Und deswegen nehme ich die zwei letzten Folgen nochmal auf. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt verwechseln, weil gestern haben wir uns in Ruhe. Die erste Folge aufgenommen und haben wir uns in Ruhe gelassen. Alles klar. Wir sind ja hier gerade im Garten und unterwegs und versuchen an die Polis zu kommen. Mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Es ist total blöd, weil ich war eigentlich so geflasht, ja. Geile Bären, Alter. Die Bärmama. Ja, wäre schade, aber gut, ich versuche das jetzt so wie vorher zu machen. Gelbe Munition. Nicht viel, aber besser wie nichts. Ich frage mich ja, was hier so brummert die ganze Zeit. Ist das die Bärmama? Man hört sie ja danach. Mann, das haben wir bestimmt gegen die kämpfen, ey. Sieht aus wie so eine Boss-Arena. Guck mal, da ist die Bärmama. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Ja, ja. Das ist schon klar. Alter. Alter. Ja, drück ich. Glitz. Alter, bleib gut. Sie beschützt ihren Rücken. Ist auch verletzt. Oh, Alter, was wollt ihr jetzt? Scheiß Drecksvieh hier. Ah, das ist eh nichts. Junge, schlachtet doch den Großen. Doch nicht alle auf den Kleinen, Junge. Jo, jo. So, Bigfoot, Junge. Oh. Bin ich wieder eins, oder? Jo. Rein, schnell. Ja. Alter, shit leben. Die wollen nur ihre Kinder beschützen. Und ich war leider zwischen euch und ihr. Ja. Ach, im Übrigen, dafür gab es eine Errungenschaft, ja. Also, da habt ihr das auch nicht verpasst. Doch, jetzt sind wir hier mal fertig. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du. Ja, das sag ich auch. Hast deinen Freund mitgebracht. Moment. Jo. Ist das Artyom? Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Na, wenn du wüsstest. Was zum Teufel war das? Oh, unser kleiner Kumpel. So ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Jo, bleib ruhig. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir! Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst, klar. Legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie.
dieser... Alter, Matrix. Ich kann seine Gedanken verstehen. Geil, ne? Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Adoptiert? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Dann helft ihr uns. Dort. In der Nähe. Hoffentlich. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Quatsch, du bleibst bei uns. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastard! Jo, Alter, wir bleiben uns dann gleich so. Haben die Roten uns gefunden? Nee. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Alles klar. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Moskwins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Ja. Hoffentlich. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu erschrecken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Verstehe es irgendwie. Aber wenn er vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu? Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Ich finde das so krass. Weißt du? Dass er uns einfach nicht glaubt, Alter.
Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Warte mal. Stefan, Alter, die Spartaner, Junge, dass das so wenig sind. Weniger wie 100, Alter. Das ist, D6 ist so eine riesige Station. Der hat aber ein dickes Skin. Mach dich bereit, Artyom. Jo. Bleib nah bei dem Kleinen. Kuragenossen, es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner. Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. Gedankenspieler. Alter. Was geht hier mal ab? Müssen wir jetzt hier durchgehen, oder? Wir sind da verschlossen. Genosse Moskvin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Hey, 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 ich wollte rein. Mach mal meine Tür auf. Oh, was soll das? Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Ja. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Maxiv, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Junge, die sehen fast gleich aus. Außer der geile Schnauzer. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Alter, er vergiftet seinen Bruder. Einfach so. Nur weil er auf den anderen gehört hat. Einstein, Maxim Leonidovich Moskau. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Was heißt mal? Er wollte mich den Tod sehen. Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Warum wegen ihn denn? Nur weil du so ein Idiot warst, als glaubst, was der andere erzählt. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch. Entschuldigung. Leute, wir werden ausgesperrt. Nein. Ich will gerne noch mehr über ihn haben. Was? Was war ich? Vor laut? Ich verstehe. Sie
Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Ach, Junge. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber Sie sind der Anführer. Befehlen Sie es ihm. Seid verdammt. Rufen Sie die Truppen zurück. Hier können wir nichts mehr machen. Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller! Was für zum Bahnsteig! Ja, ist klar. Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir nach! Ach, meine Augen. Boah, geil. Endlich kriegen wir einen geilen Anzug. Oh, unsere geile Schnecke, die Anna. Ciao. Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.